Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antrieb ist in unser Thema und zwar elektromagnetische Verträglichkeit. Kommen wir zur ersten Kopplungsart. Okay? Die erste Kopplungsart ist galvanische Kopplung. Galvanische Kopplung heißt, wir haben irgendwo eine gemeinsame Impedanz, also irgendwo ein gemeinsames Bauteil zwischen zwei Systemen. Also wir haben, heißen dort das, eine gemeinsame Impedanz. Aber irgendwo im Kreis. Ja? Also, naja, das kann ich ja vermeiden. Das kann ich vermeiden, weil mache ich keine. Mache ich keine gemeinsame Impedanz. Naja, so einfach ist es nicht, weil irgendwo sind meistens die gemeinsamen Impedanzen vorhanden. Schauen wir uns das an. Ja? Sagen wir, wir haben irgendwo einen Verbraucher. Da ist ein Verbraucher. Z1. Irgendeine Wechselstromimpedanz und da ist ein zweiter Verbraucher Z2. Und die zwei beeinflussen sich jetzt gegenseitig. Warum? Weil sie zum Beispiel gemeinsam an einer gemeinsamen Zuleitung hängen. Da ist die Zuleitung, da stecke ich es an, beide. Die Zuleitung hat natürlich da irgendeinen einen Widerstand, ein ZL. Soll das sein? AZL. Und da habe ich schon. Da habe ich schon. Ja. Ich habe hier ja praktisch eine Versorgungsspannung, oder? Ja. Da. Ja. Und da möchte ich eben UZ1 und UZ2, die sind parallel geschaltet, wie wir sehen. Das heißt, UZ1 und UZ2 sind gleich. Ja. Und da rennt halt der I1. Und da rennt der I2, okay, und da rennt der I gesamt. So, was passiert jetzt, wenn der mehr Strom braucht? Dann wird der I gesamt genauso größer. Und wenn der I gesamt genauso größer wird, ja, wird der Spannungsabfall, da, der Leitungsspannungsabfall, UL größer. Ja. Und wenn UL größer ist, habe ich schon Beeinflussung da. Habe ich schon eine Beeinflussung da, weil dann wird das UZ2 kleiner. Hallo? Ja? Da braucht, der braucht mehr Strom und der kriegt weniger Spannung. Wir haben schon eine galvanische Kopplung, eine galvanische Beeinflussung. Okay? Wenn das Ganze höher frequent ist, dann muss ich auch noch irgendwelche Skin-Effekte oder Induktivitätsbelege auf der Leitungen und so weiter berücksichtigen. Ja, puh, ja. Also, galvanische Kopplung, gemeinsame Impedanz, ganz klassisches Beispiel, zum Beispiel eine gemeinsame Zuleitung. So einfach ist, ja. Manchmal denkt man gar nicht dran, ne? Ja, dann trenne ich die halt, ja, okay, aber irgendwo habe ich dann eine gemeinsame Zuleitung und dann brauche ich irgendwas, ja. Also galvanische Kopplung im Bereich von kleiner 30 MHz dominierende Art der Kopplung. Also wenn ich da irgendwo Frequenzen kleiner wie 30 MHz habe, dann ist sogar die induktive Kopplung ist die nächste, die ich erzählen werde. Aber die galvanische Kopplung bei kleiner 30 MHz ist die leitungsgebundene Kopplung dominierend. Okay? Jetzt habe ich schon erwähnt, induktive Kopplung, das möchte ich das nächste Mal erzählen. Ja? Also das nächste Mal geht es um eine andere Art der Kopplung zwischen zwei verschiedenen Kreisen, da wo ich wirklich zwei verschiedene Kreise habe und nicht irgendwo gemeinsame Impedanz. Die können nämlich zum Beispiel induktiv gekoppelt sein. Thema des nächsten Videos. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.